Hallo, das ist Nico. Und ich bin David. Hey Leute und willkommen zu einem neuen Vlog. Wir sind heute auf der Buchmesse und ja. We're going under, there's nothing we can do. The final hour before we let it go to rest. It's such a heartbeat pounding in your chest in this story. Ich war mit meinem Vater auf der Buchmesse in Frankfurt. Das war schon im Oktober, also ist jetzt schon über einen Monat her. Aber ich wünsche euch trotzdem viel Spaß. Und was ich noch sagen wollte, ist jetzt kein irgendwie weihnachtliches Video oder so. Wir werden jetzt auch nicht im Dezember besonders Weihnachtsvideos machen oder so, weil wir halt noch ein paar Vlogs aus dem Herbst haben. Unter anderem den hier von der Buchmesse. Ich wünsche euch viel Spaß. Ihr habt ja gerade schon ein paar Aufnahmen gesehen von der Hinfahrt. Wir sind mit dem Zug dahin gefahren. Und ja, dann habe ich da noch was gefilmt und da auch YouTuber getroffen. Also wünsche ich euch jetzt einfach viel Spaß mit dem Vlog. Viel Spaß. Ja, okay, der Baum bewegt sich. Wir sind übrigens auf der Buchmesse angekommen. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rockin' if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. You better grab that tambourine. Bring a bass, we might be weak. Ein paar Sekunden später. Hallo, das ist Nico. Und ich bin David. Wie ihr gerade gesehen habt, war ich bei dem Fan-Treffen von Nico und David, also David von Booktown. Und ja, ich blende die Fotos auch gleich nochmal ein. Ich gehe jetzt nochmal weiter rum. Viel Spaß. War auf jeden Fall mega cool, Nico und David zu treffen. Hier sind auch nochmal die Autogramme von denen. Hab mich auf jeden Fall gefreut, dass die auch da waren. Nico hat auch ein Buch geschrieben. Das hier habe ich auch schon gelesen. Gefällt mir gut und vielleicht werde ich auch mal ein Video dazu machen. Also irgendwie eine Review oder so. Auf jeden Fall wird's, also soll es darum aber jetzt nicht gehen, sondern es geht weiter mit dem Vlog. Danke an euch, David und Nico, falls ihr das sehen solltet. Ich weiß nicht genau. Ich werde euch das einfach mal auf Instagram den Link schicken oder so. Auf jeden Fall danke, dass ihr euch für jeden Zeit genommen habt und so.
Und ja, jetzt geht's weiter mit dem Vlog. Ja, also 2 Mülltonnen reichen auf jeden Fall aus. So, ist schon ein bisschen später, 16 Uhr, 17 Uhr. Wir laufen einfach nur durch die Messe, ihr seht ein paar Aufnahmen. Ich werde jetzt live den klammerlosen Tacker testen. Das ist ein Tacker, der soll ohne Klammern tackern können. So wie hier. Und da steht up to 6 papers, also bis 6 Papiere. Daher nehmen wir 6 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und tackern die. Buchmesse waren auf dem Weg zum Bahnhof, da war da einfach so ein Typ, der hatte so eine große JBL-Box und hat damit so mega laut Musik gehört, halt auf, also da im Bahnhof oder bei der beim Bahnsteig oder so. Und ja, ich blende euch das jetzt mal ein. So, wir sind jetzt in der Lounge von der Deutschen Bahn und warten jetzt noch. Von der Buchmesse. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne eine positive Bewertung da und ihr könnt uns auch noch gerne abonnieren. Uns würde es nämlich total freuen, wenn wir 2017 noch die 200 Abos erreichen würden. Also wenn ihr uns noch nicht abonniert habt und ihr kein Video mehr verpassen wollt und euch unsere Videos gefallen, dann könnt ihr uns gerne abonnieren. Würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Ja, über Like, Kommentar, Abo und so weiter freuen wir uns natürlich immer. Adrian ist jetzt nicht gerade dabei, weil der halt auch nicht im Video dabei war und deswegen ja halt jetzt nicht dabei ist und der ist auch gerade bei einem Freund. Und sorry, dass wir jetzt nicht irgendwie so ein Advents- oder Weihnachtsdings direkt schon Anfang Dezember machen.
Aber ja, es gibt ja viele Leute, die im Dezember dann halt Daily-Videos bringen, weil halt jeden Tag sozusagen ein Türchen geöffnet wird und dann jeden Tag ein Video kommt. Wir machen es nicht, weil wir schaffen es einfach nicht. Wir haben ja auch noch nie ausprobiert, Daily zu machen. Also wir haben es vor in den nächsten Sommerferien und vielleicht auch mal irgendwann anders, wenn wir mal viel Zeit haben. Aber es ist halt auch das Problem, dass bei uns das Internet, also die Upload-Zeit dauert halt immer ziemlich lange. Und ich würde es, glaube ich, also während der Schule würde ich es auf jeden Fall nicht schaffen, jeden Tag ein Video zu schneiden. Deswegen, ja, wir sind ja auch, wir machen ja auch keinen Daily Vlog, sondern halt jede Woche ein Video oder ein oder zwei Videos. Ja, auch egal, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall wird aber auch noch irgendwas Weihnachtliches oder Winterliches natürlich kommen. Aber wir haben auch noch zwei, drei andere Videos aus dem Herbst, die jetzt erstmal noch auch noch kommen werden. Aber das nächste Video wird das Wer wird eher. Und darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ihr könnt uns jetzt noch gerne abonnieren auf meinem Kopf. Kommt hier noch zu zwei anderen Sachen und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ihr könnt uns gerne auch auf Social Media folgen. Ciao.